Mark Twain. Es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden. Natürlich ist es leichter, gegen etwas zu sein, als für etwas zu sein. Ja, ich war eigentlich erschreckt, wie leicht sich wieder doch Kinder und Jugendliche in eine bestimmte Richtung mit den Kennzeichen eines Massenwahns treiben lassen. Das ist das Endstadium der Bundesrepublik Deutschland. Wahnsinnig an. Verfolgt, neurotisch, antisoziale Zwangsstörung. Will das Klima retten, also völliger Irrsinn. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Alle Fahrradfahren, wenig... Bella Ciao für Greta. Es ist Freitag, Fridays for Future. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Es ist Freitag, Fridays for Future. Wir kämpfen für den Klimaschutz. Es ist Freitag, Fridays for Future. Wir kämpfen für den Klimaschutz. Wir stehen in London, Paris und Oslo. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Wir stehen in London, Paris und Oslo, und wir in Ruhe. Wir stehen in London, Paris und Oslo, und wir in Ruhe. Ihr Politiker, ihr Unternehmer, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Ihr Politiker, ihr Unternehmer, diese Welt gehört nicht euch. Ihr Politiker, ihr Unternehmer, diese Welt gehört nicht euch. Mir hört's mich schlimm. Wir sind hier, wir sind laut. Bella Ciao, Bella Ciao. Diese ganze mehr vom Mensch gemachten Klima ist eigentlich eine Politikgeschichte, um Macht an sich zu reißen, Massen zu beeinflussen. The people got the power. Sie sind natürlich aufgehetzt worden von ihren Lehrern, Demagogen in ihren Schulen, in ihren Vereinen, in ihren Verbänden, insbesondere aber auch von den NGOs, Greenpeace und BUND und wie sie alle heißen. What would you describe Greenpeace now? How would you describe this organization? A parasite on the society. That's how I describe them, a parasite on our society. Wenn man sich anschaut, was da gefordert wird. Wenig Fleisch und vor allem Stromsparen. Alle Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Quiet, quiet. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft laut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft laut. Du bist Laura. Laura von der Extinction Rebellion. Wir sind vor dem Bundeskanzleramt. Laura, Extinction Rebellion. Ja. Wofür steht ihr? Wollt ihr irgendwie das Land dekarbonisieren oder was ist euer Ziel? Wir wollen das sechste Massenaussterben verhindern, was gerade durch den Klimawandel im Gang ist. Das Massenaussterben? Ja, das sechste Massenaussterben, was wahrscheinlich auch das Ende unserer Spezies bedeuten wird. You are fake news. Go ahead. Also du sagst wörtlich, ich muss es nochmal wiederholen, das sechste oder das letzte Massen? Das sechste. Das letzte wird es nicht sein, wenn wir nicht mehr tun, zerstören, wir zerstören uns selbst. Bisher hat sich gereicht mit Demonstrationen, Petitionen,
Deshalb jetzt wieder ungehorsam, aber wir sind friedlich und gewaltfrei. Wir erwarten von euch allen, dass ihr endlich etwas tut. Aber wir sind friedlich und gewaltfrei. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Wir wollen niemandem schaden. Wir wollen eine Rückkehr zu einem ja, als paradiesisch empfundenen Sozialismus und nutzen dazu die kommende Klimakatastrophe, um zu sagen, wenn ihr nicht sofort handelt, dann geht ihr alle unter. Aber was ich so gelesen habe, ist, dass es euch auch gar nicht so sehr ums Klima geht, sondern sogar um ein System Change, um einen Systemwechsel. Ist das auch eine Kapitalismuskritik von euch? Also wollt ihr das System verändern? Also Systemwechsel ist vielleicht das falsche Wort. Veränderung muss auf jeden Fall geben, weil ohne Veränderung kann man ja nichts verändern. Ohne Veränderung kann man ja nichts verändern. Aber in welche Richtung verändern? Klimafreundlicher, das zum Beispiel, das müssen halt, man muss halt schauen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was genau da passiert. Müssen. Man guckt ja mit sich da einen Faktor, den wir unbedingt verfolgen wollen, sondern einfach, dass genügend getan wird, um die Klimakrise zu verhindern. Die jungen Leute, die das betreiben, haben die Hoffnung, dass alles, was sie haben, alles, was sie können, alles, was sie dürfen, alles, was sie tun, gleich bleibt. Das natürlich abhängt von der Verfügbarkeit billiger Energie und der Arbeitsplätze ihrer Eltern und dem Geldverdienen. Das schnallen sie noch nicht. Bei der Rettung der Erde. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Alle Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Wir machen und alle bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Ganz einfach nur zum Spaß. Gewinn für Happy Klimagas. Hey, Happy Klima, über 20 Grad im Februar. Hey, Happy Klima, über 20 Grad im Februar. Wochenkäfer. Und nochmal die Frage, Extinction Rebellion, also Rebellion gegen Auslöschung. Ist das nicht ein bisschen übertrieben oder ein bisschen katastrophal? Nein, ist es nicht. Du findest das normal? Also ich meine, damit macht man Leuten ja auch Angst. Aber die Angst kann die Leute auch zum Handeln bewegen, also... They use sensation, misinformation and fear to get money from people. Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber, hier besonders. Okay, ja, vielen Dank, Laura, erstmal. Wir gucken jetzt hier nochmal rum. Da vorne ist unser schöner Reichstag. Und so langsam füllt sich dieses Camp hier auf, wenn wir hier nochmal rumgehen. Also. Hi. Also, alle Menschen, die drei Forderungen von Extinction Rebellion und die 10 Prinzipien für sich akzeptieren und gut finden, können im Namen von Extinction Rebellion handeln. Und was sind das für Forderungen? Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem Strom sparen. Alle Fahrradfahren. Unsere drei Forderungen sind ganz einfach. Erstens, wir wollen, dass die Regierung die volle Wahrheit über das Ausmaß der ökologischen Krise kommuniziert. Klimanotstand aus. Ja, aber wieso Klimanotstand? Ich meine, wo haben wir einen Klimanotstand? Spürst du den? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? And don't be rude. Ja, ich meine, was verstehst du unter Klimanotstand? Na, Klimanotstand bedeutet, dass wir den Menschen sagen, dass wir mit dem Verhalten, was wir jetzt gerade an den Tag legen, auf 4 Grad Klimaerhitzung zustoßen. Hey, happy Klima, über 20 Grad im Februar. Das bedeutet, dass ein ganz hohes Risiko besteht, dass bis Ende des Jahrhunderts die Erde unbewohnbar wird und die Menschheit ausstirbt. Kommt zur Rebellion. Wir sind dafür, dass sich unser System wandelt. Und das bedeutet, dass ich nicht nur
die Ausbeutung der Natur wandelt, sondern auch die Ausbeutung der Menschen. Also dieses System, in dem wir gerade leben, in dem die Leute überhaupt keine Zeit mehr haben, irgendwas anderes zu tun, außer arbeiten und shoppen, das ist auch das Problem. Action begins. We don't want climate change. We all want to change the system. We all want to change the system. Ein Sozialismus der dritten Art. Wir erwarten von euch allen, dass ihr endlich etwas tut. Denn eines Tages, nicht allzu ferne, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 denn eines Tages, nicht allzu ferne, hat die Jugend hier die Macht. Denn eines Tages, nicht allzu ferne, hat die Jugend hier die Macht. Es ist Freitag, Friday for Future.